Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Ja, diese Folge ist motiviert durch ein paar Nachfragen. Und zwar ist das eine kurze Folge eingeschoben. Und zwar, wie bindet man mehrere Empfänger an ein Modell mit einem HF-Modul in einer OpenTX-Anlage, die ein Multiprotokoll-Modul benutzt. Ja, das ist eigentlich relativ einfach, aber es gibt eine Einschränkung. Es geht nur bei HF-Protokollen, bei denen sich der Sender die Empfänger-ID sozusagen nicht merkt, also nur bei HF-Protokollen, die eine Einwege-Authentifizierung durchführen. Jeder Empfänger von den mehreren merkt sich die Sender-ID, entnimmt oder nimmt nur von diesem Sender dann die Signale entgegen. Insofern ist das sicher, aber umgekehrt merkt sich der Sender die Empfänger-ID nicht. Es gibt Protokolle, die das tun, und das ist leider, muss ich jetzt für mich persönlich sagen, die FlySky-Protokolle, FlySky AFADS2A und AFADS3. Bei AFADS1 bin ich mir gerade so aus dem Ärmel geschüttelt nicht ganz sicher, aber das ließe sich auch noch rauskriegen. Müssen wir später vielleicht mal nochmal gucken. Gut, aber die Eingangsfrage für dieses Video war die Frage, mehrere Hot-Empfänger zu binden. Müssen wir nochmal nachfokussieren hier. Mehrere Hot-Empfänger zu binden an ein Multiprotokollmodul. Ja, ich mache einfach mal Folgendes. Ich setze hier einfach mal ein neues Modell auf. Da brauchen wir auch gar nicht viel zu machen. Gehen direkt in die Modelleinstellungen. Und das Erste, was wir natürlich machen müssen, ist das richtige Protokoll hier einzustellen für das interne HF-Modul. Das Multimodul. Und da nehmen wir jetzt Hot. Na, wo sind wir denn? Und da, Hot. Die Empfänger-ID habe ich schon benutzt. Na gut, das macht nichts, dann stellen wir eine andere ein. Erkläre ich gleich auch noch, was das mit der Empfänger-ID auf sich hat. Wichtig ist, dass hier Sync steht. Daneben. Mit veralteten Empfängern könnte man die No-Sync-Option nochmal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn ihr eine veraltete Firmware auf euren Empfängern habt. Sicher funktioniert es auf jeden Fall hier mit der neuen Variante. Es sollte auch eine Multiprotokoll-Version sein, die nicht so super alt ist, also irgendwas neuer als 1.3.1. Ich habe es nicht mehr genau im Gedächtnis. Auch das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht nachgeguckt. Man möge mir das nachsehen. Aber vielleicht an der Stelle, wenn es nicht klappt, nur wenn es nicht klappt, einfach ein Update der Firmware für das Multiprotokoll-Modul, für das interne hier drin, mal ins Auge fassen. Ich gehe jetzt einfach mal auf eine Empfänger-ID, die ich noch nicht vergeben habe, hoffe ich zumindest, vielleicht 17, hört sich irgendwie ganz gut an. Ja, das Binden der mehreren Empfänger ist ganz einfach. Die LED hier von dem GE12 ist rot, dauerhaft, das heißt, er ist nicht gebunden. Ich aktiviere jetzt hier eigentlich ganz normal den Bindemodus und halte jetzt die Taste entsprechend so. Und dann sind wir gebunden. Und dasselbe machen wir mit dem GR16, den ich hier habe. Da blinkt die LED, das ist bei dem GR16 ein bisschen anders als bei dem GR12. Da ist aber auch die neueste Firmware drauf von SJ. Da ist drauf FA07. Das müsste eigentlich die neueste sein. Na, dann aktivieren wir wieder das Binden und halten auch hier. Dann leuchtet der dann auch irgendwann grün. Und der ist immer noch still. Das heißt, der ist immer noch gebunden. Ich habe zwei Servos hier. Das ist am Kanal 1. angeschlossen. Das bewegt sich. Und hier, das ist am Kanal 2 angeschlossen, G
geht also auch. Damit sind beide Hot-Empfänger gebunden. So, jetzt gehen wir noch mal kurz hier in die Telemetrie und starten die Sensorsuche. Und da sehen wir allerdings nur die Werte von einem Empfänger. Und das ist der Empfänger, den wir als erstes gebunden haben. Der darf sozusagen seine Telemetrie zum Sender dann zurücksenden und das wird dann da auch angezeigt. Gut, das muss man berücksichtigen. Das ist aber bei HOT genauso. Nur ein Empfänger sendet die Telemetrie dann zurück. Und hier bei uns können wir es nicht übers Menü auswählen. Es kommt dann halt auf die Reihenfolge an, wie man es gebunden hat. Ja, das war es eigentlich schon. Danke fürs Zuschauen.